kennt gut. Ungeheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Unser neuer Gesprächspartner ist ein Massenmonster. Den Rucksack Konken kennt jeder, der mit offenen Augen durch Stadt und Land geht. Er ist der Megaseller der schwedischen Outdoor-Brand Fjällräven. Marketingchef Alexander Matt sorgt für Stories, Events und Community-Building rund um die Marke mit dem Polarfuchs. Herzlich willkommen, Alexander Matt. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Monsterfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hatten eine kleine Pause, eine kleine Schaffenspause, sind jetzt mit vollem Elan zurück und einem fantastischen Gast, der erste Outdoor-Gast, den wir sozusagen hier haben im Gespräch, nämlich der liebe Alexander von, Alexander, wie spricht man es eigentlich richtig aus, Fjällräven oder wie heißt das genau, Ganze? Genau, Fjällräven. Genau. Jeder kennt Fjällräven durch den Polarfuchs und den Klassiker-Rucksack. Wie spricht man den aus, Alex, bitte? Konken. Da ist so ein A, da ist so ein, Konken. So ein runder Kreis über dem A. Das heißt O, das sozusagen. Konken. Wunderbar. Kleine Nachhilfe in Sachen Schwedisch. Denn wir erreichen Alexander in Stockholm, wo er arbeitet. Wir vorab fallen ließ, hatte eigentlich auch eine Wohnung direkt gegenüber unserem Fischer-Appelt-Büro, in dem ich gerade sitze. Aber kannst du leider heute nicht besuchen, weil er im schönen Stockholm ist. Hallo nochmal. Alexander, jeder Mensch, der eigentlich klaren Bewusstseins durch die Stadt geht, kennt euren Konken-Klassiker. Kann ja sagen, Kultrucksack oder auch meistverkaufter Rucksack der Welt. Du hast mal gesagt, der Konken schafft es immer wieder Teil einer Bewegung zu sein, schon in seiner Historie. Was für ein Rucksack jetzt nicht unbedingt üblich ist, würde ich sagen. Erzähl doch mal, was dahinter steckt, hinter diesem Bewegungsheritage, nenne ich es mal. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Dirk, für die Einladung erstmal. Und klar, gerne gebe ich dir ein bisschen mehr Background. Also der Konken, der wurde, ich glaube, der hat zwar 78 wurde der Design von unserem Gründer, der eigentlich, sage ich mal, davor eher, sage ich mal, Outdoor-Bekleidung designt hat, aber hat so, sage ich mal, seine gleiche Systematik angewandt für den Konken-Rucksack. Er wollte eigentlich, wollte ein Timeless Piece schaffen. Ja, also man sieht es ja in diesem Square Look auch, ja. Und einfach ein sehr praktisches, funktionales Stück, weil damals sind Schulkinder, das wurde extra für Schulkinder designt von ihm, weil damals sind die hauptsächlich mit so, sag ich mal, Schulterbags rumgerannt, was nicht wirklich ergonomisch war und viele hatten Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und das war der Grund, warum er diesen Konken Bag dann auch ins Leben gerufen hat. Und das war, 78, es wurde in Schweden dann relativ groß in einer sehr schnellen Zeit, weil der Konken hat dann seinen Weg gefunden in das sogenannte Skogsmulle-Movement. Und das könnt ihr euch so vorstellen, in Schweden gibt es einen großen, wie übersetze ich das, Friluftsverein oder Freilufts-Nature-Verein in allen großen Städten oder kleinen Dörfern auch. Und da werden dann Kinder sozusagen nehmen da teil, die lernen, wie man Feuer macht, wie man einen Baum hochklettert, wie man, sag ich mal, in der Natur sich bewegt. Und sehr schnell wurde das, sage ich mal, so bei allen Kids in diesem Skogsmulle-Movement wurde dieser Konken dann getragen. Und tausende von Kids haben auf einmal in Skandinavien diesen Rucksack getragen. Das war alles, sage ich mal, in den 70er, 80er. Ich glaube, jedes Kind, was in den 70er, 80ern groß geworden ist in Skandinavien, kennt den Konken, ist damit aufgewachsen, ja. Und so fing das alles an, ja. Und das Design, wie ihr es kennt, ist sehr timeless, ja. Und deshalb... Das ist ein Grund, denke ich, warum auch, sage ich mal, der Konken sich immer wieder neu erfindet und seinen Weg irgendwie findet, der ist nicht außer Trend irgendwie. Also der war immer irgendwie im Trend und eine neue Gruppe hat ihn für sich erfunden. Wir haben vor 10 Jahren, haben wir in den USA unser Business gestartet und sehr schnell hat sich dort sozusagen dann der Weg bereitet für Konken. In Asien haben auch, sage ich mal, Teenagers oder junge Leute den Konken für sich entdeckt und wir haben wirklich als Marke, außer dass wir, sag ich mal, den Konken verkaufen, haben wir nicht viel, sag ich mal, Marketing gemacht letztendlich um den Konken herum. Und das ist so ein bisschen auch unsere, das ist so ein bisschen unser Ziel auch. Wir haben intern unser Slogan, nennt sich Konken Forever, weil wir, sag ich mal, wir wollen nicht überpushen, auch sozusagen. Wir wollen eher eine Plattform generieren, sodass er sich immer wieder, sag ich, seinen Weg findet, Wie oft hat sich der Rucksack bis heute verkauft, weißt du das? Das weiß ich gar nicht. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall millionenfach, Also ist natürlich schon ein großer Sales-Runner,
Du hast ja gesagt, Schulkinder waren es am Anfang. Mittlerweile trägt eigentlich jeder. Ja. Ja, oder trägt den Konken jeder. Wie kann man den klassischen Konken-Träger oder Zielgruppe umschreiben? Kann man die überhaupt umschreiben oder ist sie so breit, dass sie eigentlich sich nicht kompakt fassen lässt? Ja, ist super breit. Wir versuchen das auch. Wir machen auch immer ein bisschen Research natürlich in verschiedenen Ländern, aber es ist wirklich breit. Es fängt bei den Jüngsten an, aber es geht dann bis zu Teenager, bis zu erwachsenen Leuten. Aber letztendlich, sage ich mal, ich glaube, wo man anfangen muss, warum sich Leute auch einen Konken kaufen, ist oft es ein Thema auch Self-Expression. Ich meine, du lässt natürlich schon ein Statement natürlich, wenn du einen Konken trägst, ja. Gibt's auch in ganz vielen Farben. So, dass wir, sage ich mal, intern, wir nutzen dieses Wort, ja, also ist ja Self-Expression auf eine Art und Weise, dass jeder sich seinen Konken für sich auch letztendlich findet, ja. So, das ist so ein bisschen unser Ziel und so definieren wir, sage ich mal, unsere Zielgruppe auch, ja. Du hast gesagt, Community Building liegt euch sehr am Herzen. Ja, Freiluftvereine, so fing alles an. Wie und wo kümmert sich heute Fjällräven um die Bewegung, um die Community? Was macht eure Community-Arbeit aus? Wo findet sich die wieder? Also wichtig erstmal ist auch, dass, also Fjällräven ist ja nicht nur Konken, ja. Unser größtes Business ist wirklich der, sag ich mal, Real Outdoor-Bereich auch, ja. Also wir machen. Was gehört dazu? Hosen, ja, sind wir sehr stark natürlich, sag ich mal, in Outdoor-Hosen, Outdoor-Bekleidung generell, also auch Jacken, ja, aber auch Zelte, ja, Backpacks und so weiter und so fort. All das, also von Equipment bis zu Apparel, ist unter Fjällräven, verkaufen wir oder bieten wir, sag ich mal, Outdoor-Setups an global. Und Konken ist, sag ich mal, wie so ein Zufall entstanden in den 70er Jahren und ist natürlich auch Teil des Business. Aber übergreifend, du hast recht, ist Community für uns super wichtig. Wir sehen uns, sag ich mal, so ein bisschen im Hintergrund auch, ja. Also wir nutzen unsere Community, um uns Feedback zu geben zum Produkt, ja. Wir wollen unser Produkt auch immer wieder verbessern. So fing alles an, wie wir, sag ich mal, auch eine Community-Plattform aufgebaut haben. Unser Gründer, Orke Nordin, der hat damals schon, sag ich mal, ein Loyalty-Programm sozusagen ins Leben gerufen. Das war in den 60er Jahren. Er hatte ein Netzwerk um sich gegründet an, sag ich mal, Outdoor-Enthusiasts, die ihm Feedback fürs Produkt gegeben haben. Ja. Und dann gab es, sag ich mal, verschiedene Levels. Die sich am besten beteiligt haben, die waren dann Teil des Golden Fox Programm, dann gab es das Silver Fox Programm und das Bronze Fox Programm. Und dieses Spirit, den tragen wir auch noch heute. Und es ist einfach wichtig. Gibt es hier immer noch diese Programme in einer ähnlichen Form immer noch? Gibt es nicht mehr heute, aber ist natürlich, ja, was wir uns überlegen, ja. War ja schon eine sehr frühe Art und Weise, die Kunden so einzubeziehen, oder? Also innovativ seinerzeit der Ansatz. Ja, das war schon so lange her, ne? Sehr früh, auch mit dem Gedanken, wir wissen auch nicht, also wir versuchen die Experten zu sein, aber oft weiß unser Consumer natürlich viel besser, was wir brauchen. Und das ist so ein bisschen der Spirit. Und wir haben, also was wir sagen, wir laden Leute ein, mit uns zu kommen. Und wir wollen die dann auch, sag ich mal, Education ist für uns ein großes Wort auch. Wollen Leute in die Natur bringen, ja, und sie auch über Natur dann auch informieren oder educaten. Aber ja, jeder kann so ein bisschen seinen Weg mit uns finden. Und wir machen auch keinen, sag ich mal, Cut zwischen, ja, wir nennen Enthusiasts, die, sag ich mal, hoch auf den Berg wollen und Beginners, ja, sondern jeder ist willkommen für uns. Und da versuchen wir sozusagen, also wir versuchen eine Plattform zu schaffen, wo sich jeder wiederfinden kann, ja. Auf eurer Website, wir kommen noch zu dem Educaten und auch zu den Stories natürlich und Content, den man konkret anbietet, ja. Auf eurer Website finden Sie unter dem Schlagwort Fjällräven Experience neben Stories ja auch Events und Guides, die ihr auch einsetzt. Das habe ich den Eindruck, so eine Art Markenbotschafter. Was für Events veranstaltet ihr da und wie wichtig sind die Guides? Und rekrutiert ihr da mal neue? Oder kannst du diesen beiden Punkten was sagen? Ja, Events sind super wichtig für uns. Und ich glaube, als Outdoor-Marke sind wir, sage ich mal, so die Marke, die das so für sich so ein bisschen als Signature Tool dann auch, sage ich mal, für sich entdeckt hat. Wir machen zum Beispiel Fjällräven Classic, das ist ein Tracking-Event, das hat in Schweden gestartet, über 4 Tage geht es, beziehungsweise du kannst auch über 5-6 Tage tracken, wie lange du willst und da können sich einige 100 Leute anmelden über den Kungsleden Trail, das ist ganz im Norden bei Kiruna, das ist eine tolle Landschaft,
Und ja, 400, 500 Leute tracken da über mehrere Tage zusammen. Das ist ein tolles Erlebnis, wo du dann auch, sag ich mal, lernst, über Nacht, sag ich mal, ein Zelt aufzubauen, dich in verschiedenen Witterungen auch zu bewegen. Und damit hat's angefangen, ja. Und dann haben wir später auch Fjällräven Polar ins Leben gerufen. Das ist, ja, das ist ein Event, der sich im Norden von Schweden auch befindet, wo man, sag ich mal, 6 Tage mit dem Hundeschlitten unterwegs ist und wirklich lernt, im Schnee oder in der Kälte zu überleben. Und das hat, sage ich mal, alles in Schweden begonnen. Aber heute zum Beispiel Fjällräven Classic. Wir haben gerade jetzt, dieses Jahr, haben wir den ersten Fjällräven Classic in Deutschland auch ins Leben gerufen, zum ersten Mal. Wir haben ihn aber auch in Südkorea, in USA, in England und in ein paar anderen Ländern jedes Jahr stattfindet. Wo habt ihr es in Deutschland gemacht? Das war im Allgäu. Im Allgäu, genau. Okay. Und habt ihr jetzt auch während der Corona-Zeit die Veranstaltung durchgezogen? Nee. Ich meine, ja, unter freiem Himmel? Nee, leider nicht. Das hat dann nicht stattgefunden. Aber wir haben ein Format ins Leben gerufen, spontan. Das hieß sich Classic TV. So, wir haben ein paar Leute mit einer Kamera losgeschickt, ja, sodass du den dann live verfolgen konntest. Ja, genau. Ja. Aber ja, auch das würde ich jetzt mal unter Community-Arbeit verorten, oder? Ja, klar, logisch. Da habt ihr eine Fangemeinde, mit der ihr euch fortbewegt. Sind das immer die gleichen Leute oder sind das also oft gibt es so Fans und Enthusiasten, von denen du auch schon gesprochen hast, die häufig zu euren Veranstaltungen kommen, oder ist das doch immer sehr, sehr gemischt? Es ist gemischt, aber wir haben eine sehr loyal Consumer Base. Sorry für mein German English auch, aber ja. Ja, ich wollte gerade sagen, du arbeitest schon lange in Schweden. Ja. Hast du, ich gar nicht geguckt, hast du vorher auch in UK gearbeitet, aber das färbt natürlich ab, die lange internationale Zeit, ne? Ja, ich brauche immer so ein paar Stunden, um wieder ins Deutsche zu kommen. Aber genau, also wir haben sehr loyalen Konsumenten und die schon natürlich, sag ich mal, wir haben ganz viele zum Beispiel Facebook-Gruppen auch, ja, die wir nicht machen. Die machen, sag ich mal, Konsumenten aus unserer Community, wo die andere Leute zusammenbringen zum Beispiel, ja, als Teil. Und wir haben aber natürlich auch ein Programm, also wir nennen das Fjällräven Guides and Fjällräven Friends, wo wir dann solche, sag ich mal, super loyal Consumers dann zusammenbringen und die dann zum Beispiel auch bei Store-Events einsetzen, ja, die dann aber auch für Fragen in der Community zur Verfügung stehen, online und so weiter und so fort, sodass wir das schon auch, sag ich mal, strukturieren, ja, und strukturiert einsetzen. Das würde ich mal so als Markenbotschafter verstehen oder Ambassadors, wie du sagen würdest, genau. Oder? Ja, eindeutig. Das Programm gibt es auch schon lange. Habt ihr schon lange auf diese Art von Personalisierung auch gesetzt, die für viele Marken ja relativ neu ist? Ja, das hat sich so entwickelt, ja, sag ich mal, über die Jahre. Und das hat sich am Anfang, wie gesagt, war das, sag ich mal, Produktfeedback. Und dann ist das über die Events größer geworden, ja. Und die Events gibt es ja auch schon viele, viele Jahre, ja. Und dadurch, sag ich mal, gibt es dieses ganze Ambassador-Programm schon viele, viele Jahre. Und wir versuchen jedes Jahr, das immer noch ein bisschen besser zu strukturieren. Umso mehr wir wachsen, ja, umso besser musst du natürlich auch eine Struktur dahinter setzen dann auch, ja. Dennoch hast du mal Anfang vergangenen Jahres beklagt, dass die Masse zwar den Fuchs kenne, der euer Logo ziert, aber mit der Marke eigentlich nicht so richtig vertraut sei. Das wolltet ihr ändern. Ist euch das schon gelungen? Also ich glaube nicht, dass ich es beklagt habe. Das ist eher eine Opportunity für uns, ja, weil wir haben natürlich, also wir definieren uns auch nicht wirklich als klassische Outdoor-Brand. Wir definieren uns wirklich als Nature-Brand. Ja, wir wollen wirklich Leute in die Natur bringen. Und wenn du diese Mission sozusagen dir, sag ich mal, anschaust, haben wir ja extreme Möglichkeiten. Zum einen natürlich können wir Leute über unseren Outdoor-Bereich ja ins Freie bringen, aber nimm dir mal Konken auch. Wenn du mal auf Konken schaust, haben wir einen Kontakt zu so vielen jungen Leuten ja in der Welt, ja. Und wir sehen uns schon als unsere Verantwortung natürlich auch diese Leute, die nicht wirklich wegen Nature natürlich jetzt in die Marke kaufen, ja, sondern die haben öfters auch so einen anderen Grund. Aber diese Leute stärker zu sensibilisieren auch, wenn es zum Thema Natur geht und somit auch stärker wieder in den Markenkern sozusagen zu bringen. Also sag ich mal, das ist eine große Opportunity für uns. Was ich mir so ein bisschen auch, sage ich mal, ich bin vor 2 Jahren angefangen in meiner Rolle, ja, was ich so ein bisschen auch für mich und mein Team so als Ziel gesetzt habe. Ja. Für diejenigen, die jetzt nicht aus der Branche kommen, wo ist der Unterschied zwischen Outdoor und Nature? Weil unter Outdoor verbinde ich jetzt keine städtischen Freiluft-Experiences, oder? Wo ist da der kleine, feine Unterschied? Ja, also du kannst
Outdoor, klar, da geht es natürlich im Freien, um sich im Freien zu bewegen. Aber wenn es um Natur geht, da geht es ja, geht es unseres Erachtens so ein bisschen mehr. Da geht es dann auch um Dinge, wie du, sag ich mal, welchen Effekt hat Natur auf dich als Menschen? Ja, also ich meine, es hat eine sehr ausgeglichene Wirkung. Zum Beispiel, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Jugendorganisationen zusammen, Kindern, die, sag ich mal, schulische Probleme haben, ja, wo Natur extrem, sag ich mal, Effekt auf Konzentration hat und solche Dinge, ja. Also Natur ist schon, sag ich mal, das kannst du schon weitergreifen, ja. Und das Thema Natur, also über Natur tiefer gehen, ja. Ja, über Natur auch einen sozialen Auftrag dann erfüllen. Ja, klar, natürlich. Also sozusagen. Das ist, sag ich mal, unser, viele Magen sprechen ja, ja über Sustainability, also ist ja ein großes Thema. Und da geht es natürlich um die Balance zwischen auch Sozialem, ja, und der Umwelt dann auch, ja. Sustainable, eigentlich kein Schlagwort für euch, weil ihr eigentlich ja sustainable von Natur aus seid, wenn man so will, ja, oder Natur von Natur aus seid. Nun geht's heute zurück zur Bewegung zu kommen, geht's heute eine Massenbewegung namens Fridays for Future, ja, deren Anliegen euch als naturverbundene Marke ja auch sehr wichtig sein dürfte. Gibt's da Verbindungen? Oder setzt ihr euch anderweitig konkret für das Klima ein? Habt ihr da einen Link zu dieser Art von Massenbewegung, die ja in eurem Sinne sozusagen agitiert oder nicht? Ja, die auch noch, sag ich mal, in Schweden entstanden ist, ja. Genau. Ja, wir haben keinen Direct Link, aber wir sehen natürlich schon, dass viele Teilnehmer der Bewegung, sag ich mal, schon auch, also viele tragen den Konken zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Greta Thunberg auch, oder? Ich habe sie jetzt noch nicht, glaube ich, mit Konken gesehen, nee. Also wir müssen darauf achten. Ja, genau, wir müssen noch stärker darauf achten, ja. Aber wir haben keinen Direct Link zu Fridays for Future. Wir sind immer so ein bisschen, wir sehen uns so ein bisschen im Hintergrund auch bei diesen Themen. Und du hast mich gefragt, ob wir aktiv Dinge fürs Klima tun. Ja, das ist wirklich bei uns sehr, sehr tief in der Marke verankert. Ja, also wir versuchen, Produkte zu schaffen, die so lange wie möglich leben, ja, sozusagen, die ja, sag ich mal, unzerstörbar sind. Und wirklich, die du auch noch sehr gern in 10, 15 Jahren tragst. Also wir wählen unsere Farben zum Beispiel, wenn du ein Jacket kaufst, ja, unsere Farben wählen wir danach aus, ob sie immer noch relevant auch sind in 10, 15 Jahren. Ja. Also wir bringen jetzt nicht irgendwelche kurzfristig saisonalen Colors letztendlich ins Leben. Oder wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen Kontakt auch mit unseren Produkten hattest, du kannst unsere Hosen und auch unsere Jacken zum Teil wachsen. Ja. Und dieses Wachsen hat einen Effekt auf die Durability, auf die Langfristigkeit auch, ja, dieser Produkte. Und dies, wenn du schaust so ein bisschen auf deinen, sag ich mal, Index auch, ja, wenn es um Sustainability bei der Produktion geht, der größte Effekt hat wirklich die Langlebigkeit der Produkte. Ja. Natürlich arbeiten wir auch mit Eco-Baumwolle und solchen Dingen. Super wichtig. Ja. Der größte Effekt ist wirklich, wie lang besitzt du wirklich dieser ganze Circular-Effekt auch. Ja. Wie lange besitzt du dein Produkt? Wie lang bleibt es am Leben auch? Ja. Und ist es noch relevant für Leute? Und sage ich mal, da sind wir sehr stark und sehr konsequent auch. Ja. Lass mal kurz über den Content sprechen oder länger. Du hast bereits diese Education angesprochen, so klassische How-To-Formate, die ihr macht. Es gibt auch Storytelling, mit dem man die Marke decken kann. Was macht ihr alles und wo liegt euer Schwerpunkt und eine Art Philosophie vielleicht? Ja, also wir haben so einen Kompass intern. Ja, zum einen sagen wir möchten Leute inspiren, ja, also wirklich inspirieren, in die Natur zu gehen. Dann nutzen wir natürlich unsere Friends, wir haben unsere Ambassadors auch, ja, und Stories, die wir erzählen über unsere Events auch, ja, über allen Plattformen, über Social Media, aber auch live bei den Events. Dann gibt's, sage ich mal, die zweite Stufe, das ist Education. Und du hast gerade schon angesprochen, How To, ja. Also auf YouTube zum Beispiel haben wir eine Serie ins Leben gerufen seit einigen Jahren, wo wir regelmäßig How To Content, also wirklich Inhalte zeigen, wie es darum geht, um simple Dinge wie, sage ich mal, wie stelle ich mein Zelt auf oder wie verbringe ich eine Nacht im Winter, solche Dinge, die super Zulauf haben, ja, und da bauen wir auch drauf. Und dann geht's so ein bisschen um, ja, auch Act, sag ich mal, dass wir wirklich auch Action, ja, dass wir wirklich auch Dinge ins Leben rufen, die, sag ich mal, ja, wie zum Beispiel unsere Events auch, ja, wo wir Leute zusammenbringen, ja, und zusammen Dinge dann auch erleben, ja. Und ja, so versuchen wir über verschiedene, sag ich mal, Ebenen Leute an uns zu binden und zu engagen dann auch, ja. Ich würde annehmen, dass mit der How-To-Reihe
den Beispielen, dass du gesagt hast, eher die Neuansteiger in Nature- und Outdoor-Bereich abgefangen werden, oder? Ja, sehr viel natürlich. Und die sind natürlich auch sehr viel geworden in den letzten 2 Jahren speziell. Ja, wir nennen die New to Nature. Ja. Das kannst du dir vorstellen, ja. Aber wir haben zum Teil auch Content, der wirklich auch für, wir nennen die Enthusiasten, ja, Outdoor-Enthusiasten dann auch geht, wo es dann schon ziemlich ins Detail geht. Aber sehr viel von dem Content, du hast recht, da geht es wirklich um Beginners oder, sage ich mal, nicht so professionelle Leute, ja. Was mir aufgefallen ist, war, was ich spannend fand, besonders spannend fand, The Great Nearby. Mhm. Ja, habe ich den Eindruck, das sind so das Abenteuer um die Ecke sozusagen, das ihr da promotet, oder? Ja, also das ist genau The Great Nearby. Sag ich mal, das ist sozusagen die Headline einer neuen Kollaboration mit Specialized Bikes, ja, die wir ins Leben gerufen haben, die wir jetzt gerade gelauncht haben dieses Jahr. Und das ist nichts Kurzfristiges. Das ist etwas, was wir jetzt auch langfristig zusammen mit Specialized machen werden. Da geht es wirklich darum, Leute, also wie ich schon sagte, unser Ziel ist wirklich, Leute in die Natur zu bringen. Und mehr gehen die natürlich auch mit Bikes und mit Fahrrädern, ja. Zum Beispiel gibt's Gravelbike, ist ein Riesentrend, der auch nicht abflauen wird, ja. Und wir haben jetzt dann sehr bewusst uns dazu entschieden, auch in diesen Bereich einzusteigen. Und die Idee von Create Nearby ist wirklich, hey, mit einem Fahrrad, ja, kannst du sozusagen, ja, wenn du in der Stadt anfängst, bist du sofort in der Natur auch, ja. Also du in the Great Nearby, du kannst so viel erleben, was wirklich nah bei dir ist, wo du wohnst, ja, was du gar nicht wirklich denkst, erst aufs Erste, ja. Und da wirklich Leute dazu begeistern, auch nicht nur bei Walking, aber auch bei Bikes sozusagen die Natur zu entdecken. Das ist die Idee dahinter. Spannend. Spannend auch immer mal wieder Testimonials zu erleben mit Fjällräven. Kleidung oder Rucksäcken. Herzogin Kay zum Beispiel gehört zu euren Kunden, wie wir sehen konnten im vergangenen Jahr. Die ausgerechnet bei ihrem ersten Auftritt nach Corona-Selbstisolation eine Fjällräven-Weste trug. Ist das für euch cool oder sagt ihr da bei Royals eher, nee, passt nicht so ganz? Ja. Wie habt ihr reagiert? Ja, das ist natürlich, also wir schauen uns das schon mit einem Schmunzeln natürlich an, aber das ist cool. Natürlich ist es cool. Ja. Das gibt uns ja, wir sind immer noch eine Marke, die am Wachsen ist und das sehen natürlich viele Leute und gibt uns dann auch Awareness, ja. Auf jeden Fall gut. Setzt ihr überhaupt mal prominente Testimonials selber ein? Nee, das machen wir nicht. Also das, oder gar nicht? Nee, gar nicht eigentlich. Also wir denken eher, sag ich mal, so vom Bottom-up, ja. Also wir wollen wirklich, wie ich schon vorher sagte, wollen das so Community und so ein Wachstum auch durch die Community antreiben und wirklich von der Tiefe kommen und nicht wirklich mit jetzt großen, well-known Testimonials arbeiten. Das spart Geld und ist in eurem Fall ja auch erfolgreich, von daher. Ja, super. Seid ihr auf dem richtigen Weg, würde ich jetzt mal sagen, ja? Super, ja. Wenn jetzt Fjällräven eine Person wäre, wie würdest du diese Person beschreiben? Oh, wäre sie wie Kate oder ein bisschen anders? Ja, wie, auf jeden Fall kann man anders. Das so sagen? Ja, also ist auf jeden Fall jemand, eine schwedische Person. Vielleicht, sag ich mal, ein schwedischer Nature Guide, ja. Ich habe ja vorher schon mal erzählt so ein bisschen. Hier gibt's viele so Nature Guides auch. Damit sind wir auch groß geworden, ja. Und eine Person, die, sage ich mal, sehr inklusiv ist, die sehr einladend ist, Leute begleitet, in die Natur zu gehen, ja, letztendlich. Also das, so würde ich das beschreiben. Und also wir sind sehr natürlich in Schweden, wir verkörpern sehr die schwedischen Werte auch, ja. Und ja. Und das sage ich Weil mal. Ich würde schon sagen, das hört sich auch so schwedisch an. Ja. Ist es? Du lebst ja vor Ort, Stockholm, schöne Stadt, ja, wenn man da war, toll. Gehst du auch viel in die Natur raus? Jetzt nicht nur, weil du Fjällräven-Mann bist, sondern generell. Sind die Schweden so naturverbunden, wie wir immer denken? Ist es wirklich so, dass Klischee lebt, kann man sagen? Ja, voll. Und ich habe davor, vor Schweden, habe ich 4 Jahre auch in Finnland gelebt. Und es ist sehr ähnlich. Ja, also Natur spielt da eine sehr tiefe Rolle. Wir haben ja vorher auch so ein bisschen über den Unterschied zwischen Nature und Outdoor gesprochen. Und in Schweden ist zum Beispiel, ja, sag ich mal, das hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Allmannsretten, so dieses Recht für jeden, sich in der Natur zu bewegen und, sag ich mal, auch, das ist in der Verfassung verankert, ja. Aber wie wird das gefördert? Weil wir haben doch in Deutschland auch das Recht, ich kann mich auch frei in der Natur bewegen, wie ich lustig bin. Wie schlägt sich das nieder? Das fängt schon wirklich im Kindergarten, in der Schule an, ja, letztendlich, dass du wirklich lernst, auch, sag ich mal, verantwortlich mit der Natur umzugehen. Das ist das eine, weil mit diesem Recht, dich überall in der Natur zu bewegen, kommt auch eine Verantwortung, dass du, sag ich mal, sie auch gut, sag ich mal, ja, du musst dich drum kümmern, ja, dass sie nicht kaputt geht sozusagen. Und du lebst hier die Saisons, also du bist, weißt du, was du hier am Wochenende machst, du gehst Pilze pflücken, du gehst Blaubeeren pflücken, du gehst
alles ist irgendwie connected mit der Natur, ja. Und du hast auch das Gefühl, wenn du hier aufwächst, ich bin jetzt Deutsche, meine Frau ist Schwedin, ja, aber ich bekomme das mit, sie hat auch, als wir in Berlin gelebt haben früher, sie hat zu mir immer gesagt, hey, dadurch, dass ich Schwedin bin, das gibt mir, sag ich mal, die Sicherheit, mir gehört, sag ich mal, auch das Land, die Natur in Schweden, also das gehört den Leuten, ja, das gehört jetzt nicht irgendwelchen privaten Leuten, und es gibt mir die Sicherheit, dass ich immer wieder da zurückkehren kann und dass ich die Natur habe, sozusagen, ja, also das heißt, ihr könnt auch viel freier campen, ne? Ja, klar, wollt, das ist quasi. Das in Deutschland ja strikter ist. All das, du kannst dich hier frei, du kannst jetzt nicht, in Berlin zum Beispiel, weißt du, ist ja alles auch an der Spree zum Beispiel sehr oft zugebaut, ja? Das gehört dann irgendwelchen privaten Leuten, der Zugang. Mhm. So was gibt's hier gar nicht, ja? Also, du musst alles frei zugänglich halten, ja? Und das ist ganz toll, ja. Abgesehen von dem Naturaspekt, was unterscheidet das Arbeiten für skandinavische Unternehmen mit der Arbeit für deutsche Unternehmen? Gibt es da grundlegende Unterschiede? Ja, also es ist eine sehr, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, also es ist ein sehr großer Team-Spirit und du hast so ein bisschen diese Consens-Culture auch, ja. Also du diskutierst viel mehr, ja, und es wird wenig, sag ich mal, über den Kopf entschieden, ja. Es wird oft, sag ich mal, erst dann wird abgestimmt davor, bevor du irgendwas dann entscheidest, ja. Das dauert oft ein bisschen länger, ja. Okay. Aber meines Erachtens ist es oft sehr erfolgreich, weil du dann letztendlich alle mit dem Boot hast, ja. Das ist ein großes Ding. Gibt es eine größere Gelassenheit als in Deutschland, wo alles ja doch teilweise verbissener zugeht? Ja. Das kommt vielleicht so ein bisschen rüber als mehr gelassen, aber ja, also es ist vielleicht ich würde es nicht Gelassenheit nennen, aber es ist vielleicht so ein größeres Wir-Gefühl, weißt du? Also das ist so ein bisschen schwer zu sagen, auch dass du nicht nur an dich denkst, sondern dass du halt oft dann gemeinsam Dinge angehst, was dir vielleicht dann auch Gelassenheit gibt, so ein bisschen, weil du hast das Gefühl, wir sind alle im gleichen Boot hier, letztendlich. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Du arbeitest ja, du hast es erwähnt, für ein finnisches Unternehmen, das ist Fiskars gewesen, ein Hersteller von Äxten, Messern und Langgerätschaften, der, wie wir stolz sagen können, auch zur großen Kundengemeinde von Fischer-Appelt gehört. Da warst du seit 2015, arbeitest du mittlerweile in Skandinavien, wenn ich da recht informiert bin. Hast du eigentlich bei Fiskars deine Outdoor-Liebe ein bisschen entdeckt oder gab es die schon früher? Du warst früher bei Adidas. Ja, die gab es schon früher. Mein erster Job, der war in einem Snowboard-Medien-Startup. Das hieß Powder House in München. Ja, das war um die 2000-Wende. Also ich habe persönlich schon eine Naturverbundenheit von Anfang an, genau. Und ich war für Adidas Originals global zuständig und bin dann nach Finnland und war für Fiskars Groups CMO. Und zu Fiskars Group gehört nicht nur Fiskars, ja, also das kennt jeder wahrscheinlich, die Äxte und Gardening, aber auch viel Interieur-Brands, also das sind 15 Marken darunter, auch zum Beispiel Itala, Royal Copenhagen und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also so ein paar Luxury-Brands, die aber alle eine Connection in irgendeiner Weise zur Natur haben. Ja, aber letztendlich meine Naturverbundenheit, die gibt es schon seit längerem. Ja, die ist jetzt nicht nur durch, sag ich mal, die Marken entstanden. Aber das hilft natürlich, wenn du, sag ich mal, auch eine persönliche Leidenschaft dafür hast. Der Nature Guy, um im Anglizismus zu bleiben. Alexander, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich hoffe für dich auch. Ja, super, vielen Dank, ja. Und für euch auch draußen, liebe Monster-Freundinnen und Freunde. Und wir verbleiben mit einem, wie sagt man bei euch zur Verabschiedung in Stockholm? Hey Door, sagst du, ja. Mit einem kräftigen, fröhlichen Hey Door nach Stockholm. Und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.